Das ist Mutterstadt. Wir sind auf der Suche nach der nicesten Stadt in der Schweiz. Jetzt sind wir in meiner Mutterstadt. Die schönsten Menschen, Berge, Seen und Sonne. Jetzt sind wir in Luzern. Mutterstadt, unsere Regeln sind ganz einfach. Wir haben drei Rubriken. Herz, wir machen etwas Dopes in dieser Stadt, die ich hoffentlich noch nie gemacht habe. Dann, my favorite, Bauch, geben wir etwas zu essen. Und damit es hier nicht zu kurz kommt, ein kleines Quiz. Es fehlt uns eigentlich nur noch das Wichtigste, ein doper Mensch, der uns die dope Stadt vorstellt. Und ist ja nicht so, als wäre ich Luzerner. Darum, no pressure. Ich bin Leida und Luzern ist für mich ein Ort der Entspannung, von guter Musik und ein Ort mit guten Leuten. Und wegen dem ist Luzern die geilste Stadt der Schweiz. So, Elida, wo sind wir da? Wir sind im Kansi-Park, recht weit oben in Luzern. Luzern, wieso nicht wegziehen? Luzern, so konservativ, es wäre mega assi, wenn alle Alternativen einfach da wieder weggehen und die anderen so im Stich lassen quasi. Was gehen wir heute noch zusammen machen? Wir gehen vor allem an Ort, wo du sie wahrscheinlich auch schon kennst, zum einen zum Löwendenkmal. Und dann gehen wir auch noch in die Baselstraße, wo du sicher auch schon gewesen bist, vielleicht aber auch noch aus einer anderen Sicht kennenlernst. Dope, let's go! Wir sind hier beim besten Wetter am Number One Underground Hotspot von Luzern. Am motherfucking Löwendenkmal. Was mache ich da? Wir gehen gerade noch eins weiter, uns ein paar Knochen brechen. Schmerzen. So, wir sind hier am Schauplatz von einem soliden Kindheitstrauma von mir. Das letzte Mal, als ich drin war, bin ich 8 und hatte Angst. Was gibt es drin? Wahrscheinlich nichts, was deine Albträume weniger schlimm macht. Wir sind nämlich im Spiegellabyrinth und wir machen jetzt ein Wettrennen, wo es einfach um Raum und Ehre geht. So, wir sind jetzt am Startpunkt und ich weiss, es schießt dich mega an, aber du musst es jetzt wie trotzdem machen. Ich gebe dir das Mikrofon, du hast 3, 2, 1, los. Okay, da hast keinen Spiegel. Ich glaube, ich mache es so mit Abtasten. So. Ich sehe dich. Ich bin fett verschrocken, weil ich mich selber gesehen habe. Wieso sehe ich dich? Ist das da? Habe ich da angefangen? Ah! Why? Oh, da bist wirklich du. Doch? Bin ich fertig? Ja, du bist fertig. 1,41. Hat so Spass gemacht. Danke vielmals für das tolle Erlebnis. Ja, bitte. Okay, okay. 1,41,20, können wir uns merken. Go! Okay. Hallo? Okay, stopp. Okay. Nein, ernsthaft? Da bin ich glaube ich noch nicht. Nein, stopp, da. Ja, sorry. 1,30, Pablo. Wie war das für dich? Für mich war es scheisse. Für mich ist es eigentlich ein gutes Gefühl, dass ich jetzt seine Ehre genommen habe. Es ist um Raum und Ehre gegangen. Und jetzt habe ich Raum und du hast leider keine Ehre. Pablo, ein ehrenloser Bastard. Ja, so ist es. Aber wir gehen das jetzt nachher mit Essen wieder gut machen. Ja, ich tue mir mit Essen mein Glück anfressen. So mache ich das mein ganzes Leben lang. Wo sind wir da? Im Café Kind in Luzern an der Baselstraße. Was ist nice da? Es gibt halt in Luzern wie 3 verschiedene Arten von Etablissements. Die für Touristen, die für nervige Juppies mit Kind und dann zum dritten halt einfach die für alle anderen. Und ich würde mich halt eher in die Kategorie von allen anderen setzen und nach dem komme ich eigentlich dahin. Wann bist du so da? Bist du am Wochenende da oder bist du casually da unter der Woche, untertags? Ich bin mega oft unter der Woche da, ich bin aber auch oft am Wochenende da. Ich bin eigentlich wirklich fast immer da. Was gibt's heute? Heute gibt es Lasagne, es ist das einzige auf dem Menü. Es gibt sie Veggie und einfach mit Fleisch und es ist halt einfach mega fein. Und man hat halt einfach keine Auswahl und wegen dem ist es eigentlich auch gut, man muss sich nicht entscheiden. Also essen wir, ich habe fucking Hunger. Hey, jetzt ist vielleicht der Moment kurz, um dir zu sagen, dass wenn es ein Essen gibt auf dieser Welt, das ich nie bestellen würde und richtig hasse, dann ist Lasagne. ich muss mal sagen, ich bin ein bisschen bekehrt. Wir haben den Crunch hier, das Fleisch ist sehr gut, der Zugo ist sehr gut, die Bechamel ist fucking gut. Lasagne, ich hasse dich nicht mehr. So, eigentlich würden wir jetzt zur Punktevergabe kommen, aber weil es Luzern ist, beschissen wir glaube ich noch ein bisschen. Ich würde sagen, das Dessert liegt noch drin und wegen dem sind wir jetzt beim Isakaya Nozomi da, an dem Löwengraben und gönnen uns noch ein paar Desserts. Weird Asian Desserts.
Wir haben einen nice Tag zusammen verbracht, aber genug der Nicigkeiten. Wir kommen zur Punktevergabe. Ich gebe dir für die Aktivität, die ich so toll gefunden habe, 6 von 10 Punkten. Für das Essen haben wir zuerst überlegt 7 von 10, aber wir haben ja noch ein bisschen beschissen und es ist Luzern und das Dessert war nice. Darum 8 von 10. Es gibt ein Total von 14 Punkten. Du hast jetzt die Chance, deine Stadt aus der Scheisse rauszuholen. Mit jeder richtig beantworteten Frage aus diesem Quiz gibt es einen Punkt dazu, wo du das kannst multiplizieren damit. Bist du ready? Ich bin ready, ja. Okay, let's go, oder? Sag mir den Nachbarskanton von Luzern. Zug. Virus rückwärts. Weiter. Nachname von Elbes. Wer ist der Elbes? Also der Elbes ist mal ein Song von Geiler als du vom neuen Release. Interessiert mich null. Elbes, Wulfric, Brian, Percival, fucking Dumbledore. Hast du keine Kindheit gehabt? Nein. Schadet deine traurige Kindheit ohne Harry Potter? Wir machen weiter, okay? Sind wir ready? Bist du ready? Let's go. Buchstabier Ballett. B-A-L-E-T-T. Moment, schnell. Wie buchstabiert man Ballett nochmal genau? B-A-L-E... Doppel-L-G. Ah, nein! Kein Problem, wir haben noch ein paar Sekunden, oder? Welches ist die beste Stadt der Schweiz? Luzern. Welches ist der schönste Moderator der Schweiz? Der Pablo. Hauptstadt der USA? Washington DC. Wie heisst der See dort vorne? Vierwaldstättersee. Ein Instrument mit Saiten? Giga. Für was steht LP? Langspieler. Wie viele Rubriken hat Mutterstadt? 10. Welche Zeit ist jetzt? 18. Was ist H2O? Wasser. Ein Musiker aus Luzern. So, ein Schluck auf den Stress, aber du hast 14 Punkte holen in den ersten beiden Kategorien. Hast jetzt im Quiz 9 fucking Punkte geholt. 9 mal 14 gibt 126 Punkte. Big up. So schnell wie mein Puls jetzt gerade wahrscheinlich. 126. Füschli. So ist eigentlich ganz okay, jetzt den ganzen Tag geschiffen. So haben wir Luzern ein verdientes Handicap gegeben. Ist ja eigentlich jetzt pretty da sonst. Danke vielmals, Ileida, für den nice Tag. Ich habe mich meinen Ängsten gestellt im Spiegelgarten. Ich und Lasagne und unsere Hassbeziehung können beenden. Du hast mir weirde asiatische Reismelt-Dessert gegeben. Das ist immer nice. Und hast 126 Points geholt. Big up für das. Und wenn du jetzt Bock hast, die Punkte aufzuleveln, dann share den Scheiß pro Share, den du droppst, gibt es für Luzern nämlich einen Punkt mehr. Und falls Luzern am Ende von dieser Season die Stadt sein sollte, die gewinnt, gibt es da eine richtig geile Party. SRF Virus nimmt die Rechnung. So, die letzten 15 Sekunden gehören dir. Auf jeden Fall war es mega anspruchsvoll, den Pablo durch seine eigene Stadt zu führen. Aber jetzt im Nachhinein ist es ganz okay gewesen. Zumindest sind wir beide ein bisschen angetrunken vom Sake und das ist immer gut. Und wenn wir schon beantrunken sind, teilen das Zeug, dass die Party auch hier in Luzern stattfinden kann.